Yeah, wir haben so viel gesehen, so viel gegeben, Digga, von Noob zum Noob. Das ist Gamer Musik, Junge 2018. Jeder junge Gamer wird schon Tomb Raider nackt sehen. Bist du Pro oder Zuschauer, nur Bauer oder gib den Tank, Digga, Full Dauer. Das ist Gamer Musik, Junge 2018. Jeder junge Gamer wird schon Tomb Raider nackt sehen. Bist du Pro oder Zuschauer, nur Bauer oder gib den Tank, Digga, Full. Herzlich willkommen, meine Freunde, zum Newsflash Nummer 166 und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Flash. Die aktuell in finanzieller Schieflage befindlichen Entwickler von Agony sehen sich gezwungen, die Arbeiten am PC-Patch zur Aufhebung der Zensur im Spiel aus rechtlichen und technischen Gründen einzustellen, wie sie auf Kickstarter und Steam bekannt gaben. Gleichzeitig betonen sie jedoch, dass sich ein Teil des Teams weiterhin um das Survival-Horror-Spiel kümmern und weitere Updates auf PC und Konsolen veröffentlicht werden. So sollen allein diese Woche ein bereits im Zertifizierungsprozess befindlicher Xbox One X-Patch sowie eine Aktualisierung mit allerlei Fehlerbehebung und stark überarbeitetem Beleuchtungssystem auf PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Publisher Microids und Entwickler Pendulo haben erste Eindrücke aus dem 3D-Adventure veröffentlicht, welches den Spieler als Detective John Blacksad ins New York der 50er Jahre versetzt. Auch Ys Interactive ist in die Entwicklung involviert. Als Vorbild dient der gleichnamige Roman Blacksad. Nachdem ein Boxclub-Besitzer tot aufgefunden wurde und sein Starathlet von der Bildfläche verschwindet, muss sich John durch einen Sumpf der Korruption wühlen. Dank großer Entscheidungsfreiheit soll der Spieler selbst entscheiden können, welche Facette von Blacksads vielschichtiger Persönlichkeit sich entfalten kann, so der Game Designer. Der Release-Zeitraum wurde vom 4. Quartal 2018 auf 2019 verschoben. Dann soll das Adventure für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac veröffentlicht werden. Electronic Arts lässt interessierte Fans von Knobel-Plattformern probespielen. Bis zum 30. Juli lässt sich Unravel 2 kostenlos herunterladen und anspielen. Die Aktion erstreckt sich auf alle drei Plattformen, also PlayStation 4, Xbox One und PC. 10 Stunden lang darf man in die ersten zwei Kapitel hineinschnuppern. Die Stoppuhr tickt nur, während das Spiel oder seine Menüs laufen. Wer danach mehr möchte, kann seinen Fortschritt in die Vollversion übernehmen. Amy Hennig, Autorin und Game Director von Uncharted 1 bis 3, arbeitet technisch gesehen nicht mehr bei Electronic Arts und stellt gerade ein Team für ein eigenes, unabhängiges Studio auf die Beine. Dies verriet sie bei der GameLab Conference via Eurogamer. Hennig hatte vorher bei EA Visceral als Creative Director an dem Star Wars Spiel mit dem Codenamen Ragtag gearbeitet. Im Oktober 2017 gab Publisher EA bekannt, dass EA Visceral Games geschlossen und das storybasierte, lineare Action-Adventure im Star Wars Universum von Amy Hennig stark verändert wird. Und zwar um grundlegende Veränderungen des Spielemarktes, beispielsweise offenere Welten und Game as a Service, Rechnung zu tragen. In weiteren Berichten hieß es, dass sich der Titel in der sogenannten Development Hell befand. Amy Hennig sagte nun: "Ich arbeite unabhängig und bleibe unabhängig. Ich habe gerade mein eigenes kleines unabhängiges Studio gegründet und berate einige Leute. Ich hoffe, einige Leute an Bord holen zu können. Ich würde gerne ein kleines Unternehmen von ungefähr 6 bis 8 Leuten haben, höchstens 15 und einige weitere Projekte machen, einige VR-Sachen. Ich berate einige VR-Firmen und habe viel recherchiert, weil ich selbst nicht viel gespielt habe und noch nicht richtig eingetaucht bin. Also ja, ich mache nichts mit Star Wars. Und wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Aber dieses Projekt, und damit ist EA gemeint, wurde auf die lange Bank geschoben. Das Studio in Vancouver arbeitet an etwas ganz anderem. Es ist wirklich nicht, und dann bricht sie kurz ab, weißt du, wenn man eine offenere Welt erstellt, dann ist es ein anderes Spiel als das, was wir gemacht haben. Jeder mochte, was wir gemacht hatten, und ich würde gerne sehen, wie wir das irgendwie wiederbeleben können, aber es ist kompliziert." Die erste Episode von Life is Strange 2 wird am 27. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Insgesamt 5 Episoden sind geplant. Square Enix und Don't Nod Entertainment versprechen eine völlig neue Geschichte im Life is Strange Universum. Vorher gibt es noch den Ableger Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit. Die eigenständige Episode um den 10-jährigen jungen Chris, der ein Superheld sein möchte, enthält Verbindungen zu der Geschichte und den Charakteren von Life is Strange 2. Das Spiel ist hierzulande bereits seit dem 25. Juni verfügbar. Microsoft hat die Spiele für Games with Gold im Juli bekannt gegeben. Assault Android Cactus wird vom 1. bis zum 31. Juli für die Xbox One verfügbar sein. Death Squared wird vom 16. Juli bis zum 15. August auch für die Xbox One zur Verfügung stehen.
Virtua Fighter 5 Final Showdown steht vom 1. bis zum 15. Juli für Xbox 360 und Xbox One bereit und Splinter Cell Conviction ist vom 16. bis zum 31. Juli auf Xbox 360 und auch auf Xbox One verfügbar. Der ehemalige WWE-Champion Rey Mysterio wird in WWE 2K19 in den virtuellen Ring zurückkehren, zum ersten Mal seit 4 Jahren. Mysterio wird, wie auch ein zweiter spielbarer Charakter, der in den kommenden Wochen enthüllt werden soll, als Bonusinhalt für alle zur Verfügung stehen, die das Spiel bei teilnehmenden Händlern für PC, PlayStation 4 und Xbox One vorbestellen. Auf Reddit sammeln sich aktuell die Threads vieler enttäuschter Spieler, die keine Freude mit Mario Tennis Aces haben. Sie fordern sogar teilweise ihr Geld von Nintendo zurück, da das Spiel angeblich nicht richtig beworben wurde. In Mario Tennis Aces wäre es demnach gar nicht möglich, ein richtiges Tennismatch auf die Beine zu stellen. Und dabei geht es nicht darum, dass hier keine echten Tennisspieler, sondern Mario, Luigi oder Bowser über den Platz hechten. Vielmehr geht es darum, dass Mario Tennis Aces auf schnelle Matches ausgelegt ist, um den Sieger auf dem Platz festzustellen. Laut den Spielern sind so große Comeback-Siege, Tiebreaker und langfristige Strategien gegen den Gegner einfach nicht möglich. Sony hat das Spieleaufgebot für PlayStation Plus im Juli bekannt gegeben. PlayStation Plus Mitglieder auf der PlayStation 4 können Absolver und Heavy Rain runterladen. Die PlayStation 3 wird mit Rayman HD und Extreme Exorcism versorgt. Für Spieler auf der PlayStation Vita sind Space Overlords und Zero Escape Zero Time Dilemma vorgesehen. Alle Spiele können ab dem 3.7. heruntergeladen werden. Google scheint eigene Pläne rund um Videospiele bzw. eine eigene Spieleplattform zu verfolgen. Kotaku berichtet unter Bezugnahme auf 5 Personen, die über die Pläne des Unternehmens informiert sein sollen oder sie aus zweiter Hand erfahren haben wollen, dass der Internetriese auf ein 3-stufiges Konzept setzt. Es ist die Rede davon, dass eine Art von Streaming-Plattform, also Game-Streaming, geplant sei, für die die Nutzer wahrscheinlich eine bestimmte Hardware benötigen werden. Außerdem sollen Spieleentwickler unter den Schirm von Google gebracht werden. Entweder durch aggressive Personalmaßnahmen oder Firmenübernahmen. Auf der Game Developers Conference im März diesen Jahres und der E3 im Juni diesen Jahres sollen sich Google-Vertreter bereits mit großen Spieleherstellern getroffen haben, um Interesse an der Streaming-Plattform mit dem Codenamen Yeti zu wecken. Yeti soll ähnlich wie GeForce Now von Nvidia funktionieren. Das Spiel läuft demnach nicht nativ auf dem Endgerät des Nutzers, sondern auf leistungsstarken Servern in dem Rechenzentrum bzw. der Cloud von Google. Eine Person meint, dass man es sich so vorstellen könne, als würde The Witcher 3 in einem Tab vom Google Chrome laufen. Der Spielestreaming-Dienst soll eng mit YouTube verknüpft werden, zum Beispiel mit direkt eingebundenen Walkthrough-Videos, falls man irgendwo in einem Spiel feststeckt. In dem Bericht wird hervorgehoben, dass es nicht klar sei, ob Google einen Frontalangriff auf Microsoft, Nintendo und Sony starten möchte oder dass Game Streaming im Vordergrund stehen soll. Google hat jedenfalls personell aufgestockt und unter anderem Phil Harris, einen ehemaligen Top-Manager von Sony und Microsoft, sowie andere Personen mit Erfahrung unter anderem bei EA und Sony engagiert. Kotaku hat zugleich mit einigen Entwicklern über Yeti gesprochen. Einige Entwickler äußerten Zweifel aufgrund der weltweit nicht optimalen Internetversorgung und der fehlenden Killer-App, ein Spiel als Kaufgrund. Außerdem sei Google dafür berüchtigt, irgendwelche Projekte bzw. Initiativen zu starten und nach einiger Zeit wieder fallen zu lassen. Entwickler Abyssal Arts will das erste Kapitel von City of the Shroud am 9. August für PC und Mac via Steam veröffentlichen. Der Preis soll 20€ betragen. 3 weitere Kapitel werden alle paar Monate in Form kostenloser Updates verfügbar gemacht werden. Ende 2019 soll schließlich eine Definitive Edition des Taktikrollenspiels mit allen 4 Kapiteln für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Münchner Publisher Eurovideo und der Kopenhagener Entwickler Zaxis haben das Comic-Action-Abenteuer Fimbul angekündigt, das im November diesen Jahres unter dem Games-Label Wild River für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Zum Inhalt heißt es, der Protagonist des nordischen Endzeit-Szenarios, der in die Jahre gekommene Berserker Kveldulva, begibt sich auf eine gefährliche Reise durch das vom Fimbul-Winter heimgesuchte Midgard, um den anstehenden Weltuntergang Ragnarök zu verhindern. Fimbul wurde vom dänischen Buch der Könige Saxo Grammaticus inspiriert und vermischt nordische Sagen mit einer Story im Comicbuchstil, Exploration-Elemente und einem waffenbasierten Kampfsystem. Crytek's Free-to-Play-Shooter Warface wird in Kürze auch für PlayStation 4 und Xbox One spielbar sein, wie Publisher My.com über seine Website und auch Steam mitgeteilt hat.
Wann genau die Konsolenfassung startklar sein wird, geht aus dem kurzen Text nicht hervor. Ein Trailer zeigt aber erste bewegte Bilder der Umsetzung. Warface ist ein taktisch orientierter Ego-Shooter mit kooperativen PvE-Missionen sowie PvP-Gefechten für bis zu 16 Spieler. Ein Battle Royale-Modus gibt es inzwischen ebenso, wobei in dieser Variante nur 16 Teilnehmer kämpfen. Das komplette Spiel ist sowohl auf Steam als auch über den Launcher von my.com erhältlich. Für den grundsätzlich kostenlosen Titel sind verschiedene Waffen und Verzierungen sowie Booster für Geld und Erfahrungspunkte erhältlich. Olcat Games und my.com haben die Zusammenarbeit mit Koch Media Deep Silver für das Rollenspiel Pathfinder Kingmaker bekannt gegeben. Der Titel ist die erste digitale Umsetzung in isometrischer Perspektive des Pen-and-Paper-Rollenspiels Pathfinder aus dem Hause Paizo Inc. Der Entwickler sagt, wir haben mit Pathfinder Kingmaker Großes vor. Unser Ziel ist es, die größtmögliche Spielerzahl weltweit an dieses spannende Thema heranzuführen und gleichzeitig die Tiefe und den Anspruch der Vorlage zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit Deep Silver eröffnet uns dabei das Retail-Marketing und wir profitieren von der einzigartigen Erfahrung, die das Team bei Koch Media in das Produkt und die Vermarktung einbringen kann. Inzuma Eleven Ares soll 2019 auch in Nordamerika und Europa veröffentlicht werden, wie Level 5 bekannt gibt. Der jüngste Teil der Fußball-Rollenspielreihe befindet sich aktuell für PlayStation 4, Nintendo Switch und Smartphones in Entwicklung und soll im Herbst diesen Jahres in Japan Premiere feiern. Mit Inzuma Eleven Ares will man die strategische Natur des Sports bewahren, ohne das Spiel zu schwer zu gestalten. So sollen selbst diejenigen Spaß damit haben, die sonst eher nichts mit Fußballspielen anzufangen wissen. Darüber hinaus plant man aber auch im E-Sports-Bereich Fuß zu fassen. Inhaltlich werden sowohl bekannte als auch neue Charaktere versprochen, während man technisch so nah wie möglich an die Anime-Vorlage herankommen und jeden einzelnen Spieler so aussehen lassen will, wie in der Zeichentrickserie. Vostol Games erlaubt ab sofort Anmeldungen für die geplante Beta für den Battle-Royale-Shooter Fear the Wolves, der sich sowohl inhaltlich als auch stilistisch an Stalker orientieren will. Kein Wunder, besteht die Truppe doch überwiegend aus ehemaligen Entwicklern von GSC Game World. Derzeit gibt es laut PC Gamer allerdings noch keine Angaben, wann die Beta starten und über welchen Zeitraum sie sich erstrecken soll. Fest steht aktuell nur, dass zunächst wohl lediglich PC-Spieler in die Mehrspielergefechte hineinschnuppern dürfen, obwohl das Spiel auch für PS4 und Xbox One erscheinen soll. So, meine Freunde, das war der Newsflash Nummer 166. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand und euch hat dieser Newsflash gefallen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Rin gehauen, bis zum nächsten Mal.